Moin, mein Name ist Marit, ich bin 27 Jahre alt und seit April 2023 Herdenmanagerin in der Anklamer Agrar AG. Wir melken an einem 60er Außenmelkkarussell von Lemmer Fullwood und nutzen das Herdenmanagementprogramm Fullexpert. Wir haben eine Herdenleistung von ca. 10.500 Kilo pro Laktation. Wir haben einen Melkdurchschnitt von 33 Kilo je Kuh und melken mit 4% Fett und 3,5% Eiweiß in der Milch. Wir sind hier in unserem Melkzentrum, ein 60er Außenmelker von Lemmer Fullwood, welches wir kürzlich mit der aktuellsten Version des Herdenmanagementsprogramms Fullexpert nachgerüstet haben. Seitdem haben wir auch die mobile App, die wir im Stall nutzen können und somit direkt am Tier arbeiten können. Mit der neuen mobilen App von Fullexpert kann ich direkt im Stall an der Kuh die Kuh eingeben und habe alle Daten, die ich zu ihrem Gesundheitszustand und zu ihrem aktuellen Laktationsstatus wissen muss. Konkret heißt das, dass ich mit der App im Stall eine auffällige Kuh suchen kann, genau sehen kann, welche Behandlung hat sie bekommen, welche Milchleistung hatte sie an dem Tag und auch im Verlauf der Laktation und auch, wenn sie bullt, mir direkt den Bullen anzeigen lassen kann, mit dem ich sie besamen muss und einfach keine langen Laufstrecken mehr habe, um ins Büro an den PC zu gehen. Außerdem kann ich die App auch von unterwegs von externen Terminen nutzen. Ja, und auch wenn das Karussell schon ein paar Jahre hier läuft, war es relativ unkompliziert, das neue Update von Fullexpert hier auf die PCs zu ziehen und es ist einfach kompatibel mit der älteren Technik. Natürlich hat sich an der Milchleistung der Kühe durch das Update jetzt nichts verändert. Aber für uns hat es einfach den riesengroßen Vorteil, dass wir viel weniger Zettelkram mit in den Stall nehmen müssen und einfach viel, viel flexibler sind als vorher. Das Gute an der neuen, am neuen Herdenmanagement-Programm ist, dass wir die Prime-App haben. Damit kann ich einfach von meinem Telefon aus jede Kuh hier im Stall suchen. 28081. Weiß, in welcher Gruppe sie steht und kann alle Leistungs- und Gesundheitsdaten aufrufen und sehen, ob diese Kuh brünstig ist, besamt wurde, zur TU ansteht und welche Behandlung sie einfach schon bekommen hat. Genauso bekomme ich tagesaktuell eine Liste vorgeschlagen, in der alle auffälligen Kühe, die eventuell krank sein könnten, gezeigt werden und welche Punkte auffällig sind. Haben sie sich zu wenig bewegt? Haben sie einen deutlichen Leistungsabfall? Oder ist der Leitwert in der Milch zu hoch? Und somit kann ich mir die Kuh angucken, entscheiden, ob sie nach dem Melken selektiert wird und in die Behandlung geht. Außerdem kann ich mir auf die App Listen erstellen lassen, zum Beispiel zur Trächtigkeitsuntersuchung, muss nun nicht mehr mit lästigen Papierlisten in den Stall gehen, kann sofort nach der Diagnose eingeben, ist die Kuh tragend oder nicht, hat sie eine Behandlung dazu bekommen und wie viele Kälber wurden diagnostiziert. Was auch gut ist, dass ich eine Behandlungsliste auf meinem Telefon nun habe, mit der ich sehen kann, welche Kühe ich mit welchem Medikament tagesaktuell behandeln muss. Wir befinden uns hier in unserem K0-Bereich. Hier stehen die Kälber bis zum 14. Tag in Einzelboxen und werden von einem automatischen Fütterungssystem der Calfrail gefüttert. Das, was wir bei den Kühen mit dem neuen Programm machen können, können wir auch bei den Kälbern. Das heißt, wenn die Kälber umgestallt werden, können wir den Gruppenwechsel ganz einfach aus dem Stall heraus eingeben. Das ist mein Arbeitsplatz. Hier haben wir die neue Version von Fullexpert, die ich auch auf dem Handy habe und kann schon Krankheiten erkennen, bevor sie sich überhaupt aufbauen. Das Coole an der ganzen Sache war, dass die neue Version vom Managementprogramm eben auch mit unserem alten Melkkarussell kompatibel ist. Und das Einzige, was wir dafür brauchten, war Windows 10. So, hier ist jetzt Feierabend. Aber ich kann ganz beruhigt nach Hause fahren, denn ich weiß, ich habe jederzeit jede Kuh auf dem Handy im Blick.